Aber dieser Computer ist so frustrierend. Windows eben. Genau. Wie hätte einer bei Left 4 Dead die Tage mal ungläubig gemeint? Die haben auf ihren Bürocomputern Windows 7 installiert? Niemand hat auf seinem Bürocomputer Windows 7 installiert. Oh Gott. Jetzt weiß ich nicht, wie die Zombie-Apokalypse losbrach. Irgendein Durchgeknallter meinte, man müsste Windows 7 installieren. Genau das, und das sollte man auch in der Schule machen. Mhm. Als Glossy Dead eben. Alle Bilder, die unverdächtig sind, aber am einen Mordtag sind alle Bilder verdächtig. Eben. Wer ist für Sie verdächtig? Hör auf, mich so anzugucken, Alter. Guck Edward an. Oh, das erkennt man in den Gesichtern. Meistens. Oh, wie dumm, ey. Was hat die für eine Ausbildung hinter sich? Ernsthaft? Kamen die daher? Ich hab ein blaues Hemd. Darf ich bei euch arbeiten? was sehe ich da gerade? The connection between you is too slow. Bla. Was Screen Sharing. Ja, habe ich auch gerade gelesen. Siehst du noch ein Bild? Ja, ich sehe noch ein Bild. Okay, meistens. Wie das meistens so gut passt mit den Ergänzungen hier. Ja. Als ob das Spiel einem direkt in die Rübe guckt und was Passendes rausbrütet. Du stinkst, Oldback. Und das hier ist ein Mordprozess. Jetzt macht er nicht alles Sinn. Du bist das Mordopfer. Aber du bist Zombie, weil du Windows 7 hast. Nun, das verdächtige Foto von Will Powers habe ich jedenfalls nicht angerührt. Ja, total verdächtig. Moment, sie erkennt das an den Gesichtern. Was für ein Gesicht. Der Typ trägt eine Maske. Ja, deswegen ja. Ich glaube, wir reden aneinander vorbei. Am liebsten würde ich das Foto da gerne zeigen, weil wenn sie seine Gesichter erkennen und der Will Penis eine Maske trägt, wie soll sie dann das Gesicht erkennen? die Umkleide ist ja im Personalbereich. Ja. Das heißt, man muss mit Klamotten in Studio 1 laufen. Ja, Studio 1 und 2 liegen ja zusammen. Im Prinzip kannst du. Aber die Umkleide ist ja eigentlich am Haupteingang. Da ist ja die Umkleide. Das heißt, egal was ist. Du musst, wenn du dich umgezogen hast, den gesamten Weg von der Umkleide zum Studio 1 laufen. Über das Tor, über den Blick-Blick-Kamera. Außer wenn man nie zurückgekommen ist. Ja. greif mir einfach mal an. No. Wer zum Teufel war auf dem Foto, das sie gelöscht haben? Und jetzt sagen sie nicht Elvis, der rappend mit Hitler zum Nordpol gefahren ist. Schade, das wollte ich gerade eben sagen, war ja meine Zeit, wissen Sie. Hilf, ein junger Fan. Aha, Maya. Fan? Maya? Was? Maya? Mayonnaise? Ein Fan von Steel Samurai. Das sind echte Freaks, wenn Sie mich fragen. Ist Mayonnaise auch ein echter Freak? Nein, Mayonnaise ist ein echter Freak. Nein, Ketchup auch nicht. Aber it's good for you. Mario is good for you. Von irgendwoher erfahren die, wann die Proben stattfinden. Es könnte ja nur irgendwo ein Plan draußen hängen für die Touristen, wo draufsteht, ab dann und dann wird gedreht. Ja, aber nein, bestimmt nicht. Dann hängen sie ständig rum, an dem Tag war einer von ihnen da. Oh mein Gott, das Studio hat Fans. Wie ekelig. Leute, die Geld dafür ausgeben. Warten Sie mal, sagten Sie nicht vorher, niemand sonst käme, konnte eintreten. Tuten, machen, haben, tun. Ich sollte mit diesem Tutentun aufhören. Das gehört nicht mir. Und das musste sie in ihrer Stimme sagen, weil sie es damals gesagt hatte. Los! Los! Ich verschloss das Haupttor, damit niemand die durchkunde. Bravo, Hul. Ganz bravo, Hul. Meine Stimme. Wenn Sie es wissen müssen, ein Abschlussrohr führt in den Personalbereich. Aha! Maya. Aha, du weißt, was ich meine, ne? Maya. Oh, da bist du auch eingeblendet. Maya war's. Aber wenn der Fan der ist, den ich meine, dann ist er noch zu dick dafür. Nee, das ist jemand anders. Den ich meine, ist der Regie-Dingsbuch. Nee, das ist der nicht. Okay. Dann schützt gedacht an der Rassenwelle locker. Warum haben sie es nicht zugebaut? Weil ich das nicht kann. Ich wurde als Nachbar ausgemeldet. Das Abfluss führt nach draußen. Und nun über diesen Weg gelangen sie rein. Oder über die Mauer. Sie kommen durch den Abfluss?
Ich sagte doch, dass es Freaks sind. Teenage Mutant Ninja Turtles. Mit einem Verdacht hätte ich doch, wie dieser Freak sein könnte. Nein, es war nicht Maya. Nein, ich habe einen anderen Verdacht. Lass uns noch sehen. Ja, wenn es da ist, den ich denke, dann bin ich gut. Wenn du denkst. Hä? Wenn du denkst. Wenn ich denke, dann denke ich, dass ich denke, dass ich denke. Nein. Und dann? Und dann hab ich Brot. Es sind Kids. Kinder, Großmäuler. Okay, mein Verdacht ist bestätigt worden. Oh, fuck. Kinder? Ja, ich weiß, wer es ist. Also war auf dem Foto, das sie gelöscht haben. Und damit weiß ich auch, wer wahrscheinlich. Ja, egal. Ein Junge in der zweiten oder dritten Klasse. Ach, sie hat sogar seinen Schülerausweis. Ja. Was? Es gibt tatsächlich Kinder, die in die Schule gehen? Blasphemie! Ja. Ruhe in meinem Gerichtssaal. Lassen Sie mich was klarstellen. Sie sahen an dem Tag zwei Personen am Haupttor vorbei zu den Studios gehen. Und eine war der Stil-Samurai, der das Bein nachzog, und der andere war ein Junge in der zweiten oder dritten Klasse. Und wo war Hitler? Oh ja, solche Hitler sehe ich jeden Tag. Echt? Auf Dinosauriern reitend? Nein, das sind die Nazis. Kann sie weder davon abhalten zu kommen, noch kann ich sie einfangen. Ja! Ein Junge aus der zweiten oder dritten Klasse, hm? Ja, die sind so flink, die kannst du nicht fangen. Ja, du bist zu alt. So ein Junge hätte unmöglich den Stil-Samurai als Waffe benutzen können. Aber er hätte den Samurai-Speer tragen können. Warum habe ich jetzt eigentlich gerade den Stil-Samurai als Waffe betitelt und nicht den Samurai-Speer? Ach, scheiß drauf. Weil der unten auch etwas hat, was ein Samurai-Speer sein kann. Unmöglich, glaube ich. Er ist zu schwer. Okay. Wie ich schon sagte, habe ich ihn kaum beachtet. Nee, ich habe irgendwie das Gefühl, die Alte passt generell wenig auf. Und darum habe ich auch die Daten gelöscht. Cool. Ja, was ich mich allerdings frage, sind das Tomaten? Ich will es nicht wissen. Ist die mit Meg verwandt? Ist das ein Tomatenstrauch? Oh mein Gott, das ist Megs Mutter. Boah, Mädchen, dir ist klar, dass er dich dafür hassen wird. Wenn du das überhaupt guckst, ja. Nick, was ist los? Nick? Ich meine, der Junge war da. Das macht ihn verdächtig. Ja, und schon machen sie ihn wieder unverdächtig. Was auch immer ich jetzt damit meinte. Ich weiß es nicht. Ich werde die Verhandlung für 5 Minuten unterbrechen, denn ich muss mal aufs Klo kacken. Oh, okay, erstmal schön kacken gehen. Verteidigung und Anklage können sich über die neuen Informationen beraten. In diesem Sinne, fahr Routine und weiter geht's. Ach, der alte Sack. Oh. Und diesmal werden keine wichtigen Informationen vergessen. Und fahr Routine und weiter geht's. Genau. Tag, Kohl hat immer noch Geburtstag. Ja, ja. Oh. Wanna Penis? Ja. Also ja, ja auch noch. Aha. Sagen Sie es mir, waren Sie wirklich in der Umkleide? Ging Sie nicht zum Studio? Ich ging nicht zum Studio. Ich... Ehrlich. Alter, mit diesem Blick würde ich nie Wolverine sehen. Sorry. Wer war also der Stil-Samurai aus dem Foto? Batman. It was Wolverine. I'm Batman. Nein, Batman nicht. Woher soll ich das wissen? Was ist ein Batman? Wo ist Kamen Rider, wenn ich ihn brauche? Ganz nicht. Das Stil-Samurai-Kostüm befand sich in der Ecke der Umkleide. Moment, wir waren in der Umkleide. Ja. Da fehlt allerdings was. Ein kommunistisches Kostüm. Genau. Was auch immer das ist.
jeder, der reingekommen wäre, hätte es nehmen können, wirklich. Und sich dann nackt darauf regeln können. Ey, das war mein Wunsch, ja. Ich meine... Was? Maya wollte das auch machen. Wir sollten besser auf ihre Sachen Acht geben. Ah, oh, Old Beck kam rein und hat sich auf die Sachen geregelt. Ich hätte niemals gedacht, dass jemand aus diesem Reihkostüm klauen könnte. Würden machen, tun, haben. Oh, sollten. Old Beck nackt auf dem Stil-Samurai-Kostüm regeln. Also, wohin führt das alles? Ich weiß es nicht. Es sieht nicht gut aus. Oh nein, das tut es überhaupt nicht. Nimm am besten diese zwei Stücke Kernseife und räum sie dir durch den Augapfel. Okay. Meine Augen sind weg. Sie sind im Moment der einzig wirkliche Verdächtige. Ja. Nur weil er Haare hat. Nur weil er aussieht wie Wolverine ein bisschen. Naja, färbt die Haare schwarz. Ja, färbt die Haare schwarz. Gib ihm ein Leder. Gibt es eine Lederjacke? Nick! Was? Ach so, Copyright von Marvel. Schon klar. Ja. Was machen wir denn jetzt? Eine Gegenklage einreichen. Das wäre gut. Wie macht man das? Ich habe keine Ahnung. Du bist doch hier der Anwalt. I have no idea. Oh, bist du dumm. Zunächst spielen wir auf Zeit. Wie langweilig. Wir suchen uns jemand anderen, der vielleicht der Täter sein könnte. Zum Beispiel den Typen da. Wo ist Larry Batzenmann, den man braucht? Ach, Larry, den nimmt doch keiner ernst. Genau. Siehste, sie ist auf meiner Seite. Was? Ich hab gedacht, wir reden über Würstchen. Das auch. Und es wird sie lange genug beschäftigen. So, dass wir noch einen weiteren Tag bekommen. Mag Ali nun Bratwurst oder nicht? Damit werden sich die Gerichte noch jahrelang streiten. Ja. Maya, du bist ein Genie. Richtig, aber... aber wenn wir uns den Falschen aussuchen, könnten wir verlieren. Sie klingen nicht sehr optimistisch. Ich bin sogar kein bisschen optimistisch, ja. Wow, ich habe gerade eine ganz dumme Idee im Kopf. Stell dir mal vor, der Regisseur tötet seinen eigenen Mitarbeiter, nur damit mehr Publicity aufs Studio kommt. Nein, aber das wäre dumm. Das wäre nur dumm. Hey, Nick, es ist Zeit. Zieh dich aus und leg dich hin. Zeit für ein Duell. Weil ich so verliebt in dich bin. Okay, los geht's. Warum nicht Miau? Warum das Bügelbrett? Kannst auch Pearl nehmen. Puh! Was soll das zu bedeuten? Bitte seufzen Sie nicht so. Oder stöhnen Sie. Oder machen unanständige Sachen auf dem Boden. Ja, immer dieser Nick, ne? Ja. Oh, da ist die Alte schon wieder. Mann, ich will ihn weghaben. Ich würde mal sagen, dass wir dann an der Stelle mal wieder stoppen und beim nächsten Mal weitermachen. Ja, damit ich noch lange was von der alten Fotze habe. Ganz genau. Ah, ich hasse dich so. Ich weiß. Ja. Hast du noch was Abschließendes zu sagen? Penis, ein abschließendes Wort. Ach, na, nur, falls du das guckst, du wirst für immer der Herrscher des großen Penisturmes bleiben. PS, Doppelpenis. Penistastisch. Genau. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Phoenix Wright. Mit Penissen. Genau. Bye-bye.